So, hallo, das ist der 295. Sind wir jetzt, glaube ich. 295. Der 195. Und mit besonders meinen wir, du bist der dümmste Let's Player-Idiot, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Damit haben wir dann auch den Cliffhanger abgeschlossen. Ja. Das letzte Mal haben wir die Pflanze da unten wieder rumgeschoben. Und es letztendlich geschafft, sie in die enge Lücke zu bringen. Ja, die war doch nicht zu eng. Ja. Und jetzt, was muss ich jetzt tun? Ich muss den Pilz jetzt holen. Nein, hat nichts mit dem Pilz zu tun. Ich muss sie halt rüberziehen, aber... Ja, wie bringst du denn Yoshi zum Laufen? Ja. Was hast du denn hier noch zur Verfügung, mit dem du Yoshi zum Laufen bringen kannst? Ah, oh, nein. Oh doch. Leider ja. was hat er gerade entdeckt? Ja, warte, lass Conan erklären, was er machen muss. Ich will gleich aus der Stelle mal wieder reingucken. Ja, ist geil. Wie soll das denn funktionieren? Ja, es funktioniert, so viel kann ich sagen. Eben. Das habe ich getestet. Es ist wunderschön. Also, freu dich. Du darfst etwas Tolles machen. Und dann muss ich aber doch gleichzeitig mit dem Ding hier noch den Pilz... Okay, der Pilz fährt ja hier rum, das kann ich eigentlich... Nee. Was? Die ist erst die Pflanze, aber die läuft ja dann nicht weg, sobald die... Oh, ist doch hätte. Noch geht's? Oh, du hast den Block im Hintergrund. Oh! Oh nein. Ach. Was? Das ist ganz schön blöd, Conan. Was machst du denn eigentlich? Bei mir war der Block nie im Hintergrund. Na, eigentlich wieder die Story, das kennen wir doch schon. Bei mir war der nie im Hintergrund. Conan, was ist denn mit dir? Das nachträglich. Nee, ich hab die Stelle ja komplett gespielt hier. Hast du nicht aus dem Horror? Also. Nee, ich hab mich in den Raum gesetzt, an der Stelle, wo Conan gespawnt ist, und hab den Teil komplett gespielt. Ja, aber da kommt das Yoshi ja nicht aus dem Vorraum, oder? Das Yoshi kommt hier auch nicht aus dem Vorraum. Kommt's nicht? Okay. Nö, das kommt aus dem Block, der da ist. Ach so, ja, gut. Ja. Das ist jetzt schlecht, ne? Ja, natürlich ist das schlecht. Nicht möglich. Ich hab keine Ahnung, was du gemacht hast, Conan. Bei mir war das noch nie im Vordergrund. Tja, alles normal spielen, würde ich sagen. Aber ich habe doch den Raum ganz normal, bin doch nicht hin und her geraumt. Was habe ich denn dann reingeladen, was ich nicht hätte reinladen dürfen? Keine Ahnung. Vielleicht musst du irgendwie erst die Pflanze reinladen und dann das Yoshi oder so, wegen Sprite-Slots? Keine Ahnung, Mann. Nee, mit der Pflanze hat das ja nichts zu tun, das ist ja... Ja, irgendwas dachte ich, dass das halt an einer anderen Stelle spawnen soll. Ach so, weiß das könnte sein, dass man... Oh Gott, ey, ich will wissen, wie das mit den scheiß Sprite-Slots funktioniert. Sprite-Slots sind doch ganz einfach. Also, jedes Mal, wenn ein neuer Sprite reingeladen wird, kommt er in den höchsten verfügbaren Sprite-Slot und das war's schon wieder. Dann erklär mal, warum der... Ja, aber ja, keine Ahnung, was der... Weil ich nicht das ganze Level aufgepasst habe und jetzt nicht weiß, welche Sprites alle reingeladen wurden. Kannst du dir nicht einfach ein paar Yoshis in unterschiedlichen Sprite-Slots laden und gucken, welcher funktioniert, also mit Cheatcode? Och nö. Ja, viel Spaß beim Laden eines Yoshis bei einem Cheatcode. Das ist halt nicht nur einer. Weiß ich doch nicht, Mann, als ob ich mich da auskenne. Na, was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung, Conan. Du hast es verkackt. Neu spielen. Ich hab gar nichts gemacht. Kannst ja doch, du hast nicht richtig Conan gespielt. Ja, aber das finde ich aber auch ein bisschen doof, wenn man irgendwie so komisch auf Sprite-Slots rum ein Level basiert. Es basiert ja noch nicht mal auf Sprite-Slots. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich nie irgendwas mit Sprite-Slots gemacht, aber bei mir funktioniert alles. Ja, darum geht's. Es geht ja nur darum, dass es nicht mal um Sprite-Slots, Mann. Also, das ist ja gar nicht mal, sagte er. Ja, also, wie können wir das jetzt fixen, gerade ganz schnell? Die Pflanze ist übrigens gerade gestorben, ne? Uff, wie macht man das schnell? Lauf mal. Ist doch noch da. Warte mal. Okay. Versuch mal, möglichst viele Sprites onscreen zu haben, während du den, während du den Throwblock nimmst. Alternativ, wenn später nie wieder viele Sprites auf einmal auf dem Bildschirm sind, könntest du dir auch einen Pilz in die Itembox cheaten, den so lange runterlassen. Warte, ich glaube, ich weiß, was ich getan habe, was das hier... Kann es beeinflusst werden, dadurch, dass ich den Cooper getötet habe? Ja. Nein, kann es nicht, weil... Nein, kann es nicht. Nee, stimmt, der wird aufgescreen.
Was ist, wenn du das den Block erstmal verglitscht? Kannst du den dann vielleicht leichter machen? Nein, es kann tatsächlich einen Unterschied machen, weil dann wird der Swamp in einen anderen Sprite-Slot geladen, weil der war, glaube ich, noch onscreen, wenn der Koopa. Das kann sein, ja. Lass du Koopa am Leben lassen. Ja, versuch mal. Yay, Spaß! Ich habe ein Problem. Ja, gerade mal die Hälfte des Levels und schon 16 Parts. Good job, würde ich sagen. Ja. Hast auf jeden Fall jetzt schon mal damit die Führung übernommen, glaube ich. Scheiße, asozial. Also ich glaube, 16 Parts hat, glaube ich, noch keiner. Jetzt habe ich die Stelle da unten natürlich nicht mehr. Och, Conan. Ach, doch, habe ich. Oh, Mann. Oder das war vielleicht schaffst Stelle. Du sogar die 30-Part-Grenze. Ich hoffe nicht. Nee, das glaube ich auch. Also das glaube ich auch nicht. Naja, ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß ja, was da noch kommt. Das will ich nicht glauben. Ne, wir machen jetzt immer kurze locker. Parts, also es ist schon realistisch. Ja, also 20 ist locker drin. Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass der nächste nicht Level nicht so okay, ganz perfekt. Dumm abgefuckt sein wird, oder? Perfekt. Nein! Was? Der nächste... Oh, na doch. Ach, Conan, du Penis. Also da ja, kommt aber das kein... Aber das ist kein Besuch. Ich wollte speichern. Ne? Das ist richtig. Das kommt da nicht nur einer? Ja, genau. Nee, zum Beispiel das ist... Okay, ich krieg's ja immer wieder hin. So, jetzt die richtige Taste, danke. Dumm, Conan. Also jetzt der nächste Part wird nochmal ein bisschen blöd, weil man da Bilingo machen muss und das irgendwie komisch ist. Bilingo machen ist aber einfach. Ja, aber irgendwie war das immer komisch, wenn ich das versucht habe zu testen. Also wenn ich es getestet habe, lol. Ja, und dann kommt der lustigste Abschnitt von allen. Und zwar? Ja, der Choice-Abschnitt, wo man rätselt. Aber das ist noch in dem Level-Abschnitt drin, oder? In Level A, B oder 0B. Ja. B0. Da? Das ist B0, ja. Aber nicht da mehr ganz Conan, sicher. Da kann Conan auch selber rätseln, das kriegt er ja wohl. Das ist nur, dass wir den Scheiß uns überlegt hatten und du es dann tatsächlich so umgesetzt hast. Pflanze noch eins. Noch viel mehr natürlich gebaut hast. Ich hab den geilsten Schweißabschnitt von allen gebaut. Hast du nicht? Ja. Doch, er ist so dämlich, es ist der beste. Hey, dann hast du diesen Choice-Abschnitt noch nicht gesehen. Okay. Nee, so haut die ab, ne? Aber nee, da kommt er ist auf eine andere Weise dämlich, als ihr jetzt vielleicht denkt. Walljump. So, jetzt bin ich gespannt. Oder? Jetzt bin ich echt gespannt. Nicht mehr. Echt nicht? Oh, Jan. Ja, enttäuscht. Ja, verzeiht. Haben wir sogar schon bei meinem Level. Drück die Daumen. Walljumps sind doch voll kacke. Ich drücke nur meinen Penis. Ach, Walljumps sind witzig. Sind eigentlich relativ leicht. Na! Walljumps ist nicht unbedingt der schwierigste. Probier ernsthaft. Vor allem in manchen Situationen. Probier doch mal, Conan. Den Block zu verglitschen und dann vielleicht auf Yoshi zu graben, vielleicht ja, geht das denn? Dann leichter. Nee, dann wird er nicht mehr getroffen. Ja. Dann wird er gar nicht, ja. Stimmt, scheiße, ja, natürlich. Wie soll ich den Block denn verglitschen? Ja, mit dem. Ich benutze ja den Block, um etwas zu verglitschen. Wenn ich mit das andere Block verglitschen könnte, würde ich das nehmen. Ja, stimmt. Oh, die ist daran vorbeigesprungen, an dem Tötungsblock, was? Ja, vielleicht kannst du die oben nochmal irgendwo benutzen. Los, spring mit ihr hoch. Die stirbt doch jetzt bestimmt hier irgendwo in der Decke. Ja, ziemlich sicher. Das war eh alles Lava. Guck mal, die ist noch da, aber die bewegt sich nicht mehr, weil sie jetzt in der Lava ist. Ja, sie hängt. Oh, schade. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Jetzt ist er wieder. Also jetzt habe ich den Koopa nicht gekillt, also lag es nicht am Koopa. Kannst du noch ein paar andere... Nee, es geht nicht, oder? Vielleicht müssen wir auch noch mal neu starten. Und macht dann wieder alles falsch. Klasse. Oh Mann, ich will das doch jetzt nicht selber spielen, um dir ein vernünftiges Safe State zu geben. Das hat bestimmt mit irgendeinem... Hä? Oh, guck mal. Jetzt geht's. Das ist der gleiche Safe. Andere. Hä? Wenn er hier steht, ist er hier im Hintergrund? Hast du da oben irgendwo reingeladen vielleicht? Nee, da oben sind keine Sprites. Ja, ich wundere mich ja auch. Warte mal, das versuche ich mir gerade zu erklären. okay, wenn ich mit Yoshi zusammen warte. Da runtergehe, dann ist er im Vordergrund. Yoshi ist aber consistent, also er ist eigentlich immer... Vielleicht weil da wegen dem Swamp ist... Also da hier ist normalerweise noch ein Swamp in der Lücke da rechts. Ja, jetzt nicht mehr. Was? Ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ein...
kann es sein, dass der eine Thwomp einfach aus dem Screen gefahren ist schon und er darf es nicht oder sowas? Ja, das kann natürlich sein. Also, wie dumm. Es muss von diesem Thwomp da links dann, rechts da abhängen. Ja. Ist das denn, ist der Zeitpunkt entscheidend, wann ich den Block in der Hand nehme? Ja, nee, der Zeitpunkt nicht, nur ob der Thwomp noch da ist oder nicht, nehme ich an. Oder halt irgendein anderes. Right. Jetzt ist da nichts. Wieso war der gerade im Vordergrund? Was habe ich getan? Hast du ein Selfie gemacht an der Stelle? Nee, ja, war eh hier das unten. Ich war mit Yoshi hier unten, das ist ja eh schon scheiße. Yoshi Conan muss ja oben bleiben. Hast du ein Selfie gemacht, als er im Vordergrund war? Nein, aber... Yoshi war ja... Vollidiot. Yoshi war zu dem Zeitpunkt eh hier unten, das war eh suboptimal. Ach so. Naja, man hätte daraus vielleicht ableiten können, was er anders gemacht hat. Ja, ich kann zurückspulen, vielleicht kriege ich es ja hin. Da an der Lücke, da müsste doch sonst da der, ist eigentlich der drin, gewesen ja. sein. Dann musst du das so schaffen, dass du rechtzeitig hochkommst und der halt noch irgendwie im Screen bleibst. Ja, warum? Das könnte sein, ja. Also irgendwie in der Abwärtsbewegung oder so, dass, nee, also in der Aufwärtsbewegung, dass du da und der nach oben kommst. Das könnte also, sein. Dass der linke Thwomp noch ja. da ist, meinst du, oder was? Ja, ja, dass der noch zu sehen ist, wenn man oben an der Rope angekommen ist. Das könnte durchaus... Nein, ja. Ich will die ganze Stelle noch asozialer machen, das ist cool, Jan. Ja, ne? Wenn ich ganz schnell ja, aber das liegt definitiv an dem. Ich weiß auch gar nicht, was Conan gegen den Level hat. Der Level ist toll. Aber, jetzt mal ehrlich, für solche Sachen würde ich dann halt auch mal einen Emulator benutzen, der das auch anzeigen kann, zum Beispiel. Ja. Ja, wollte ich auch irgendwann noch machen. Das gibt's dir auch nicht ohne Grund. Ja, gerade um so eine Scheiße halt zu verhindern. Ja, nee, keine Lust. Testen ist sowieso unnötig. Ja, Mann. Zeitverschwendung. Genau. Was ist das jetzt für ein State? Vielleicht ist das... Auch. Ah, hier! Hier ist er davor, aber das nützt mir halt nichts. Aber da ist aber trotzdem kein Thwomp zu sehen. Vielleicht weil. Hä? Das Problem ist halt, jetzt kriege ich halt den Block nicht schnell genug da ja. hoch, ne? Ja, das kannst du vergessen. Ja, du musst ja mit dem Block danach auch noch. So war dämlich. Den Pilz auslösen. Na gut, aber vielleicht bin ich ja in dem State. Okay, das ist der State. So. Aber du kannst doch so einen Throwblock unendlich halten, hat Job gesagt. Wenn du den 14. Frame irgendwie anfängst und wieder loslässt oder so, dann ja, wiederholt das. Den 14. Frame musst du den, ja, aber das hält ihn für eine halbe Sekunde länger. Wirklich okay, er ist davor. Sekunde. Aber die Pflanze ist nicht da. Und ja, die Pflanze ist weg, ne? Immerhin, ne? Pflanze ist weg. Vielleicht weil die Pflanze weg ist. Die kann nicht weg sein. Ich habe den Screen ja kaum bewegt. Du musst den nicht hochwerfen. Du kannst bis zu dem, der ist wie ein Schlüssel, einfach nur hinlegen und drauf. Ach so geht das. Wobei ich hochwerfen ehrlich gesagt meistens einfacher finde. Okay, und dann muss ich, das kann ich ja kurz üben, dann muss ich ihn hier nehmen und dann muss ich die Zunge aus... Was? Ich find's mit Shells und Throwblocks auch einfacher, wenn er hochwirft. Hä, wie? Ich muss die Zunge vorher ausgestreckt haben, oder wie geht das? Du musst die ganze Zeit... Es gibt noch einen zweiten Knopf, der die Zunge rausstrecken kann. Was? Es gibt ja X und Y, die können beide die Zunge rausstrecken. Ja, es gibt zwei Knöpfe, die die Zunge rausstrecken können. Ah! Ja, easy. Überfordert den armen Conan. Ich sollte das in diesem Part echt doch erst seit 10 Jahren SMW und weiß noch nicht die Steuerung. Was eine Dreckspille. Die Pflanze kommt mit dem Part nicht mehr, ne? Fuck. Scheiße, jetzt ist die Pflanze nämlich weg. Hast du vielleicht pausiert? Sprung davor. Siehst du, dass Yoshi rumläuft? Ach so, schade. Hätte ja sein können. Ja, Conan, beim anderen hättest du auch gesehen, dass sich die Mancher nicht bewegen. Wie du das übersehen konntest, ist mir ein Rätsel. Mit TZ. Block ist da. Pflanze kommt. Ja, die ist aber zu langsam, glaube ich. Mein Gott, die Pflanze kommt. Sie kommt, sie kommt. Zu lang. Zu vergessen. Roblox ist kaputt, bevor die Pflanze überhaupt auf der richtigen Höhe ist. Die ist doch gleich da. Ja, und der Block ist gleich kaputt. Überraschung. Wenn man ernsthaft, wen hat das überrascht? Niemanden.
Okay, ist jetzt in dem State... Also mich hat das total überrascht, weil ich habe nicht hingeguckt. Wenn ich in dem State jetzt den Block hole, ist das dann richtig? Ist das jetzt der richtige State? Ist der jetzt immer im Vordergrund? Das wäre ziemlich geil. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal funktioniert, aber es funktioniert so schön. Ist doch wieder zu das langsam hier. Ja, das könnte wieder ein bisschen zu langsam sein. Du könntest noch ein bisschen länger warten. Wir haben schon übrigens wieder fast 20 Minuten, sind ja... Oh, das sieht gut aus. Oh, du hast den Block von deinen Händen weggenommen. Ah, blöd. Ja, man muss sich bewegen, wenn du die Zunge aussteckst. Ja. Das ist das Schöne, du musst ein bisschen hin und her schwuchteln, damit der Block... Also der Block ist ein bisschen träger als Yoshi. Wenn du dich erst nach links bewegst und dann schnell nach rechts bewegst, dann ist der Block noch links. Wenn ich jetzt hier aber warte in dem State und nicht sofort losgehe, dann ist er wahrscheinlich ist er jetzt immer noch im Vordergrund. Hast du mir zugehört, Conan? Ja, Entschuldigung. Also nein. Entschuldige, ich stimme dann jetzt ist bei mir. Hintergrund. Wenn du nicht zugehört hast, ist das doch nicht mein Problem. Das ist deine Meinung. Wenn ich ihn schnell nehme, jetzt muss er im Vordergrund sein. Jetzt habe ich es genau gemacht wie vorhin. Ich habe meine Meinung. Jetzt ist er im Vordergrund. Was? Wenn ich ein bisschen warte, ist er im Hintergrund. Warum? Das heißt ja, ich kann nicht warten. Oder wie? Na, dann musst du die Biop-Taktik machen, dass du den Block länger halten kannst. Das bringt wirklich nur eine halbe Sekunde. Warte. Throw, Block, Timer, SMW. Warte, das macht nur ein Cheat. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Das ist aber doch nicht dein Level. Das ist nicht deine Entscheidung. Blablabla. Ich möchte da gerne 5 Parts von sehen, von der Stelle. Ja. Alle, wir müssen Zeit stallen. Wie bei der dummen Stelle in Yao. Nein! Wir müssen... Bis wir wieder das Bauen mit das Zeit. Das war klug. Schinden. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Throwblock-Timer. Blöd gelaufen. Ihn, aber ich weiß nicht, auf welcher RAM-Adresse er sitzt. Das kannst du vergessen, Conan. Würde ich auch sagen. Oh, du hast den Block von der Zunge. Oh nein, wie doof. Du hast den Block aus Marios Händen genommen. Ah, schade. Das ist ja noch nie passiert. Hast du eine Idee zu kommen, ey? Ja. Ja, die Idee ist mir gekommen, dadurch, dass ich einfach mal überlegt habe, womit kann man denn so ein Yoshi, was verglitscht? Womit kann man denn Yoshi? Vorhin habe ich doch die Zunge da ausstrecken können. Klar, wann läuft Yoshi denn los? Ja, wenn man einen Roblox auf Yoshi trägt. Klasse, ey. Also mit der Shell geht's natürlich auch, aber die Shell muss man ja nicht auf Yoshi tragen. Ja, eben. Du hättest das noch mega asozial knappe messen müssen, dann wäre es noch lustiger gewesen. Ja, ich glaube, das ist schon relativ knapp, wie man sehen kann. Ach stimmt, man braucht aber wieder gleich nochmal. Ich verstehe das nicht, ich brauche doch den Block eigentlich noch, um den Pilz da auszulösen. Korrekt. Ja, hä? Ja, hä? Du kannst doch die Zunge aufstrecken, die Pflanze verglitschen. Wenn Yoshi loslässt, hast du es ja nicht, dass du den Block loslässt. Guck, siehst du hast den Block noch. Nein. Doch. Das geht doch in der Zeit erst recht nicht. Ja, scheiße gelaufen, dann musst du wohl doch warten. Ah, jetzt, okay. Und dann ist die Pflanze hier drüben und dann... Und dann kannst du den Pilz auslösen und kannst den Pilz vergletschen. Ja, aber... Verdoppeln, meine ich. Aber sobald ich hier ein bisschen warte, ist der Block im Hintergrund. Ja, kacke. Dann musst du wohl herausfinden, warum du nicht warten darfst und dann musst du es verhindern. Dann kann ich aber nicht warten. Die Stelle funktioniert jedenfalls. So viel kann ich dir sagen. Wenn du zu doof bist, da kann ich ja nichts für. Jetzt ist er im Hintergrund. Was? Ich will mal kurz weg. Vielleicht muss ich einfach länger warten. Nur wenn alle Monde in einer Reihe stehen, dann ist der Block im Vordergrund. Und immer noch nicht geschafft, sehr gut. Das ist Hintergrund, ne? Ja. Ja. Kack. Komm, du bist so dämlich. Das ist keine Neuigkeit. Wir alle wissen, dass er dämlich ist. Naja, geht tatsächlich nicht. Schande!
Wer baut denn so einen Quatsch, ey? Ich hab gehört, ein gewisser Jan.w. Das ist schon über Rainer geredet, bestimmt, oder? Das ist jetzt echt ungeil. Aber was ist das? Ja, ja, wir haben schon, oh Gott, wir haben schon so oft in dem Part, in dem Level über Rainer geredet. Nee, ich meine, übrigens schon bei 20. Du meinst, dass jetzt ein Terrorist ist? Ja, genau. Also ein Amokläufer. Ja. Haben wir. Mann, du bist übrigens bei 20 Minuten, hast du Lust, ein Part zu beenden? Wer ist eins Terrorist? Einser. Achso, ja. Mann, wie soll das, das kann, das, oh, scheiße. Ich hab die Stelle aber doch getestet, natürlich. Das stellt jetzt uns vor ein neues Problem. Was Conan da macht, ist unbegreiflich. Ja. Vielleicht muss ich... Also, nochmal aus der Position... Das war doch irgend so ein Videotitel von einem Video von Conan. Wahrscheinlich bei Nerf World, würde ich einfach mal sagen. Das klingt nach einem Zuni-Zitat. So, jetzt muss er im Vordergrund sein. Nerf World hatte keine Partitel. Das ist doch von Daria. Nein, wieso ist er jetzt im Hintergrund? Was? Das klingt voll nach Zündi irgendwie. So, was Conan da macht, ist unbegreiflich. Das war nicht Zündi, das war Sari. Sari. Ja, das ist. Da macht es unbegreiflich. Jetzt ist er im Vordergrund, okay. Das klingt eher nach Gundol-Dingen. So. Wenn ich jetzt runtergehe schon. Jetzt aber warte und warte und warte und den Block noch nicht nehme. Und ihn jetzt nehme, ist er jetzt immer noch im Vordergrund. Jetzt ist die Pflanze wahrscheinlich weg. So. Dann ist er im Hintergrund. Kacke. Ach, ist das blöd, Conan. Warum kriegst du es denn nie hin? Und wenn ich ihn jetzt sofort nehme, ist er wieder im Vordergrund. Oh, fuck, haben wir Rosmarin zu Hause? Ich hoffe, wir haben Rosmarin hier. Rosmarin? Ja. Ja. Okay. Also, jetzt kommt wieder die einzige Sache, die ich mit Rainer gemeinsam, mit Drache gemeinsam habe, meine Haare sind auch in etwa so lang wie mein Schwan. Was? Das ist ein Tweet von Dorian. Ich schätze mal, er wollte Schwanz schreiben und hat dann einfach Rainer nachmachen wollen durch irgendeinen. Oh, hat das ist Drache ja unglaublich toll. Hat Drache wieder irgendwas getwittert? Vordergrund. Drache offiziell. Hat Drache das überhaupt schon mitbekommen eigentlich? Ich glaube nicht. Nee, der hat doch kein Internet. Der hat doch keinen Strom. Wie den ohne Strom? Kein Internet damit. Ja, stimmt. Wie den ohne Strom? Was, stell dir mal vor, der wäre echt im Knast gelandet, ey. Das wäre großartig. Aber also ich finde das mit dem Strom ehrlich gesagt noch besser. Stimmt. So. Ich glaube, der hätte sich sogar über die Praktiken im Knast gefreut. Ich jetzt warte, hätte jedes Mal die Seife aufgehoben, Mann. Oh, die Seife ist schon wieder runtergefallen. Huch. Nur damit er sagen kann, dass er nicht mehr Jungfrau ist. Genau, Polizeipferde, ne? Oh Gott. Heißt die auch Blue? Ja, die tragen wahrscheinlich blau, deswegen sind das doch. Ja, genau. Die Pferde Blue. Morgen, wen es hell ist, gibt es ein Instagram-Bild. Das es beweist, heute ist es schon zu dunkel. Ich nehme ihn sofort und er ist im Vordergrund. Ich warte nur ein Stück. Da gerade Geüchte im Umlauf zu kommen scheine, und er ist im Hintergrund. Tanz zu sein, bin ich aber nicht. Dann überleg doch mal, woran das liegen könnte, dass er auf einmal im Vordergrund landet. Was passiert denn, wenn du zu lange wartest? Ja, die Pflanze geht halt höher. Ja, die Pflanze ist aber doch die ganze Zeit in den Sprites noch drin. Ja, geladen, eigentlich ja. Was passiert noch? Ja, guck doch einfach mal. Ich würde sagen, der Thwomp hat damit was zu tun. Und ich weiß nicht, was mit dem anderen Thwomp ist. Der dürfte eigentlich auch da sein. Ich könnte ja mal warten. Scroll mal nach rechts. Ja. Bis der wieder unten ist. Oder oben ist. Nee, unten ist. Ach, der kann ja gar nicht mehr runter. Oh. Ich hab's mich erst nicht getraut. Du musst unten sein, Freund. So, wenn ich jetzt die Dinge hole. Sage ich es frei heraus.
Du bist ein großer Tigermensch und deswegen mache ich dir den gar aus. Nee. Wie ist es denn an der Stelle? Also das ist jetzt ja die Stelle, wo er zum Ding sollte. Da ist er direkt oben. Also er bleibt oben. Das hatte mit dem Swamp nichts zu tun dann. Der ist ja oben. Der ist die ganze Zeit da. Ja, woran soll es denn noch... Woran kann es denn noch liegen? Jetzt tue ich nicht so, als ob du es wüsstest. Nö, ich weiß es ja auch nicht. Ich versuche nur, deine grauen Zellen anzuregen, weil du doch Detektiv bist. Aber es ändert sich doch sonst überhaupt nichts. Der ist ja schon an der Stelle oben. Da ändert sich überhaupt nichts. Der ist direkt oben. Nee, er fährt gerade hoch. Ach, und ich fühle mich verdammt wohl in deinem Haus, Mist. Solltest du mal in großer Not sein, sei dir sicher, ich bin dein Freund. Von so einer duften Kameradschaft haben wir doch ein Leben lang nur geträumt. Was? Das gibt's nicht. Dankeschön, mein lieber Freund. Ich danke dir so sehr, wie du mich gerade verhalten hast. Das ist mal richtig fair. Okay. Oh Mann, dieser Song. Ja. Alter, das ist eine Sekunde, die entscheidet, ob man das Level schafft oder nicht. Danke dir, mein Freund. Wie soll ich das denn? Danke dir, mein Freund. Jan, warst du jetzt eigentlich wirklich bei den Kassierern? Ja, ich war da. Du warst wirklich da, ja? Ja, das war großartig auf dem Konzert. Echt? Haben die, was haben die für Songs gespielt? Großes Glied auf jeden Fall. Klasse. Boom, Polan Pillemann, mach die Titten frei, denn ich will wichsen. Oh, auch mit der nicht-sexistischen Strophe? Ja, die haben sie dann, glaube ich, auch noch gespielt. Dann haben sie ein Statement gegen Sexismus gesetzt, bevor sie Mach die Titten frei gespielt haben. Und zwar, Stimmen ein, Sexismus ist gemein. natürlich, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja, natürlich, okay. Ich töte meinen Nachbarn und verprügel seine Leiche. Ja, und Klassiker, Boah, was haben die noch gespielt? Ich hab leider Der ist nicht vorne und die Pflanze ist weg. Haben die auch den Uwe Seeler-Song gespielt? Nee, leider nicht. Was ist denn jetzt schade. Die Pflanze weg? Ist die schon weiter oben? Partylöwe, genau. Partylöwe haben sie gespielt. Aber noch im Wagen vor mir fährt. Hä, wieso ist jetzt die Pflanze weg? Wo ist denn die? Nee, ich glaube, so eine Verarsche da. Schnaps und Bier haben sie auch gespielt. Ach so. Der Code-Song? Nee, den nicht. Schade. Aber Schnaps und Bier, das arbeitet scheiße. Das ist so großartig. Quantenphysik, genau, die haben Quantenphysik gespielt. Kennst du Quantenphysik? Jetzt muss doch die Pflanze. Ist der Song mit dem Rückwärts? Nee, oder? Das hier ist Quantenphysik. Wer von der Quantentheorie nicht schockiert ist, hat sie nicht verstanden. Hä? Sie ist weg. Sie ist weg. Warum ist sie weg? Das ja, da kommt Lied. Sie. Was? Ah, nee, später kommt dann auch noch Niels Bohr. Niels Bohr. Die verschwindet einfach, die Pflanze, Jan. Ich hoffe, das nächste Mal kriegen wir das hin, gemeinsam auf ein Kassiererkonzert zu gehen. Ach ja, und im Sauerland kann man teleportieren, war auch noch. Den kenn ich gar nicht. Ach ja, und ich fick dich durch die ganze Wohnung, war natürlich auch dabei. Nee, keine Ahnung, wie das geht. Wir beenden mal den Partner an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Böö!